Servus bei meinem YouTube-Projekt für heute oder diese Woche. Also mein aktuelles YouTube-Projekt. Jetzt starten wir los. Ich werde die integrierten Kästen beginnen zu bauen für diese eine Wand, die noch frei ist. Ich habe ja 100.000 Pläne gehabt, wie ich das mache. Ich zähle euch jetzt einmal meine ursprünglichen Pläne auf. Das waren jetzt meine ganzen ursprünglichen Ideen. Ich war schon verwirrt. Ich konnte die letzten Wochen nicht mehr schlafen, da ich mich für nichts entscheiden konnte. Und heute Nacht war es soweit. Ich konnte nicht schlafen, wieder mal. Und dann sind die Ideen gekommen. Zuerst wollte ich ja nur die Hälfte mit Eisenplatten machen, doch das sieht sicherlich nicht schön aus. Der neue Plan ist jetzt von der Decke oben bis hierher zu diesem Riss, das sind 103 cm kommen die Eisenplatten durchgehend hier oben. Dann von diesem Riss 103 bis zum Riss 50 kommen Sperrholzplatten in einer Reihe durch. Und von diesem Riss 50 bis zu diesem Riss 50 kommen die Kästen hier integriert mit einer Breite von 53 cm. Ich mache alle gleich, damit ich mich leichter tue, damit die Fehlerquellen relativ ausgeschlossen sind. Bei einer Tiefe, wenn die Steinwolle 10 hat, bleiben mir noch ca. 14 cm übrig für die Kastentiefe. Und unten kommen wieder ab 50 Platten hier unten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das befestigte. Hier kann ich es mit einer 2x2 Laste von hinten schrauben. Der untere Teil werde ich ein paar Backel ankleben einfach nur und werde die Platten mit PU-Schaum, denke ich, befestigen. Ich weiß nicht, ob ihr mir wieder zusehen wollt, wenn ich das alles herunterschneide, zusammenlamelliere. Alles Öle, das habt ihr jetzt schon x-mal gesehen. Ich glaube, wir werden das alles überspringen und ihr seid bei der Montage wieder dabei. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das zuschneide, da gibt es die anderen Videos von mir. Möbelbau für die Werkstätte, da baue ich den Hängeschrank, die Werkbank, die rollende, die hier unter mir steht, mit noch keiner fertigen Arbeitsplatte, der andere Rollkasten. Also es gibt Videos genug, wo ihr sehen könnt, wie ich zuschneide. Wenn ich mir jetzt die Materialliste herausschreibe, das zahlt sich auch kaum aus, dass ihr dabei seid, denn diese Backkästen habe ich in circa 13 Sekunden berechnet. Ich bin extrem schnell in dieser Arbeit. Ich bin eigentlich ein Wunderkind, das nur nicht entdeckt wurde. Also wenn ich hier rechnen muss, 30 minus 10, habe ich sofort das Ergebnis 20. 3 mal 3, zack, 9. Aber ich glaube, ich habe genug geredet. Das Wichtigste schon wieder, es ist kurz vor Mittag. Essen ist jetzt wahrscheinlich bald an der Reihe. Ja, da kann ich auch nichts tun. Jetzt ist alles zugeschnitten, hier schaut es wieder fürchterlich aus, aber mit dem Mikrofon hatte ich auch so meine kleinen Probleme, das hat irgendwie geknackst und werden wir schauen, ob es geht, ansonsten muss ich den Ton von der Kamera nehmen, dann werdet ihr mich schwer verstehen, ich werde versuchen deutlicher zu sprechen. Ich zeige euch jetzt, was ich zugeschnitten habe. Hier liegt dieser schmale Korpus mit 15 cm Tiefe, das die kurzen sind die Querstücker und die langen sind die aufrechten. Das sind die Türl. Wie gesagt, falls es hier Probleme gibt, weil sie nicht 100% gerade sind, weil diese Platten arbeiten oder verzogen sind, dann werden wir sie in der Mitte nochmal durchschneiden und dann hat jedes Kästchen zwei Türen. Hier sind die Abschnitte, die werden wir dann sowieso brauchen können, das werden wir aber später sehen. Hier sind die Teile, die oben hinkommen, unter der Eisenplatten und ganz unten dieser Streif, das sind diese hier. Die Rückwände werde ich mit diesen Restplatten schneiden. Die Rückwände werde ich aber erst später schneiden. Jetzt werde ich das Ganze schleifen, lamellieren. Ich weiß nicht, ob ich es leime oder ob ich es so mache, wie ich die Fensterleibungen gemacht habe. Also Lamello und zwei oder drei Schrauben geben. In Wirklichkeit brauche ich gar keinen Leim, denn es wird da drinnen sowieso noch ordentlich befestigt. Aber das zeigt dann die Arbeit. Vielleicht bin ich so extrem motiviert und setz 7 Zwingen an. Also es ist alles möglich. Lassen wir uns überraschen. Alles fertig zugeschnitten. Ich habe schon 5 Korpus hier zusammengeleimt. Die kann man hier sehen. Und den letzten habe ich gedacht, machen wir gemeinsam. Ich werde euch hier kameratechnisch mehr in diesen Bereich jetzt bringen, damit ihr auch was sehen könnt. Hier zwingere ich meinen Anschlag wieder her.
Bei den Teilen mache ich auf der Rückseite ein X und die Kante, die nicht so schön ist, markiere ich mir auch immer. Dann weiß ich, wo ich schleifen muss und wo nicht. So. Den Schlauch von der Absaugung lege ich mir hierher. Schade, dass diese Lamellomaschine noch keinen Anschluss für eine Absaugung hat. Aber ich glaube, damals, wie die gebaut wurde, die ist schon so alt, gab es noch gar keinen Staubsauger. In South Australia I was born, heave away, haul away. Diese Teile sind 15 cm breit, somit kann ich keine zwei Lamellos geben, das geht sich knapp nicht aus. Jetzt tue ich frei Auge quasi die Mitte wählen. Hier bleibt hier circa ein Zentimeter stehen und hier mit einem Lamello-Blatt hat man sowieso Spiel. South Australia round Cape Horn, we're bound for South Australia. Jetzt schleife ich diese Teile. Haul away, you're rolling king, heave away, haul away. Holloway, oh, you'll hear me sing. We're bound for South Australia. As I walked out one morning fair. Die Kanten brechen, ich breche nur diese Kanten, die man auch später sieht. Hier wird die Rückwand anliegen, somit breche ich diese auch. Ofen ein wenig zurückdrehen. Heave away, Holloway. Diese Kante sieht man auch, denn hier geht das Haupt weg. Was there I met Miss Nancy Blair. We're bound for South Australia. Ich habe hier auch ein wenig Leim gegeben. Ein Lamello ist auf jeden Fall genug für das, denn hinten hält es die Rückwand zusammen und rundherum wird es eigentlich eingezwängt in Platten. Also von daher gesehen gibt es da kein Problem. Diese Kanten leime ich so nur. Hier stelle ich mir diese Backe etwas schräg her. Dann können sie nicht umfallen. Und jetzt hältst du die Zwinge. Leicht anziehen. Schauen, ob das bündig ist. Hier dasselbe. In der Zwischenzeit lasse ich das jetzt trocknen, in Ruhe natürlich, denn wenn es gestresst trocknet, das sieht man immer wieder, wenn man dann hinschaut zu den Kasten, dann sieht man, dass es eine gestresste Trocknung war. Nein, natürlich ist das egal, aber ich lasse es trotzdem, das sagt man so, ich lasse es in Ruhe trocknen. Und jetzt werde ich die Rückwände zuschneiden. Gott sei Dank habe ich beim Zuschnitt nicht gleich die Rückwände mitgeschnitten und jetzt trifft sich das gut, dass ich es nicht gemacht habe. Denn ich werde nicht bei allen sechs Korpussen hinten eine 4 mm Rückwand hineingeben, sondern bei drei, vier Kästen werde ich hinten eine 18 mm Multiplexplatte auch hinschrauben. Aus dem Grund, falls ich später Fräser oder Kreissägeblätter in den Kasten hängen will, hat das hinten genug Fleisch, um einen Schrauben oder einen Dübel reinzuleimen. Und eine 4 mm Platte würde das natürlich nicht halten. Haul away, you rolling king. Heave away, haul away, haul away, oh you'll hear me sing. We're bound for South Australia. I shook her down. Heave away, haul away, I shook her round and round the town. We're bound for South Australia. Haul away, you're rolling king. Heave away, haul away. Haul away, oh you'll hear me sing. We're bound for South Australia. There ain't but one thing grieves my mind. Heave away, haul away. To leave Miss Nancy Blair behind. We're bound for South Australia. Diese Rückwand Sperrholzplatten, und auch bei den Laden habe ich sie verwendet. Das sind eigentlich die Abdeckplatten, die, wenn man so eine Palette voll kauft von diesen Platten, wird das mit ein paar so Platten abgedeckt und die sind normal zum Entsorgen. Also hoffentlich erfährt die Firma nicht, dass ich diese Platten auch benutze, denn sonst sind sie beim nächsten Mal eventuell nicht mehr dabei. Aber ich finde es super sinnvoll, ich rede leise, damit es die Firma quasi nicht erfährt. So, jetzt können wir wieder laut reden. Kommen diese extra gekauften Rückwandplatten.
drauf. Ich muss hier auch nicht mal diagonal messen, da ich es nach der Platte einfach ausrichten kann. Die Platte ist ja mit der Formatsäge, okay, der Bit passt super, ist ja mit der Formatsäge genau in Winkel geschnitten worden. Natürlich muss das dann passen, wenn ich den Korpus an die Platte anpasse. Ah, vielleicht war nur diese eine Schraube kaputt, dass es durchgedreht hat. Hier muss ich die Seitenplatte herausdrücken etwas und runterdrücken, dass ich bündig bin. Sonst macht die einen Buckel quasi. Diese Schrauben, die ich jetzt habe, das sind keine Spax. Meine letzten 3,5-30er von Spax habe ich schon aufgearbeitet. Und jetzt habe ich nur mal irgendeinen Klumpert. Mit denen bin ich sehr unzufrieden. Die werde ich nicht mehr kaufen. Ich sage jetzt keinen Namen der Marke. Ist sogar eine teure Marke. Hier bleibt der Bit immer. Na, schrecklichst. Und jetzt kann man hier sehen, dass es überhaupt nicht im Winkel ist. Jetzt drücke ich von da drüben herüber. Und jetzt ist das schön bündig. Schon wieder abgerissen. Hier habe ich noch ein paar, die sind mir aber zu kurz. Also, es bringt wirklich nichts, wenn man sich irgendein Klumpert kauft. Aber ich kann, wie gesagt, nicht mal sagen, wenn man spart, dann kauft man zweimal, denn bei diesen Schrauben wurde auch nicht gespart. Oder hätte ich die Schrauben im Kühlschrank lagern müssen? Keine Ahnung. Haul away, you're rolling king. Heave away, haul away. Haul away, oh, you'll hear me sing. We're bound for South Australia. Two old women sleeping in the bed. Heave away. Wenn ich es aufstelle, sehe ich noch, wo die Rückwand nicht hundertprozentig anliegt. Haul away. Each one wishing that the other was a man. Der ist auch schon abgerissen. Diese Schrauben verschenke ich. Braucht sie jemand? Es sind noch circa 30 Stück hier. Haul away, you're rolling king. Und hier nehme ich jetzt eine stärkere Rückwand, Gott sei Dank, dann kann ich wieder 4x40er Schrauben nehmen, denn diese Platte, die ist ja jetzt 18 mm stark. Hierzu bohre ich aber vor, also ich nehme es hier wieder bündig. Brauche dann natürlich auch einen anderen Bit. Und hier mache ich das genauso. Also ich richte das genau aus und bis auf das Bohren und dass ich größere Schrauben genommen habe. Wenn ich innen Fräser, kreisige Blätter oder ähnliches. Haul away, oh, you'll hear me sing. We're bound for South Australia. I wish I was on some lonesome strand. Heave away, haul away. With rum and whiskey all at my hand. We're bound for South Australia. Haul away, you're rolling king. Heave away, haul away. Haul away, oh, you'll hear me sing. We're bound for South Australia. And as we wallop around Cape Horn, heave away, haul away. You wish to God that you never was born. We're bound for South Australia. Haul away, you rolling king. Heave away, haul away. Haul away, oh, you'll hear me sing. We're bound for South Australia. Haul away, you rolling king. Heave away, haul away. Haul away, oh, you'll hear me sing. We're bound for South Australia. Und wenn wir schauen, ob es geht, ansonsten muss ich den Ton von der Kamera nehmen, dann werdet ihr mich schwer verstehen. Ich werde versuchen, deutlicher zu sprechen.